Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkumbach, neben Hasburg im Nürnberger Land, zum Münster 177. Mit unserem neuen Asterix-Rätsel beweisen wir, dass sich die freistehende Badewanne in den letzten 2071 Jahren kaum geändert hat. Wer uns schreibt, aus welchem Heft die alte ist, gewinnt ein Brotzeitbrettchen. Wir verlinken derweil auf unsere Holzbadewanne im regionalen Musterhaus. Warum uns dank unserer regionalen Waldschöpfungskette und eigener Lagerhaltung der aktuelle Holzmangel nur peripher tangiert, erklären wir in einem Blogbeitrag, nicht zuletzt über den Schiffsstau in Shanghai. Das Holz für Ihre Einrichtungswünsche haben wir ja schon vor 3 bis 5 Jahren in der Hersburger Alt gekauft, entrindet, gesägt, gestapelt und bis heute für Sie getrocknet und gelagert. Ein Vorteil, an den wir vor 30 Jahren noch gar nicht gedacht hatten. Mit der Küche aus dem entsprechenden Zeitungsartikel Holz in Hülle und Fülle zeigen wir zusätzlich zum erklärenden Video anhand Fotos mit einjährigem Abstand, wie sich das wertvollste Holz Frankens, die Elsbeere, farblich verändert. Ein Naturschauspiel der besonderen Art. Wie man Soßen direkt am Teppanyaki herstellt, ohne die dort lagernden wertvollen Röststoffe zu verlieren, zeigt uns Natascha in einer eindrucksvollen Kochshow. Bald machen wir noch eine, bei der wir nicht nur die kleine Soße für Steaks, sondern auch viel Soße für Klöße machen. In diesem Zusammenhang haben wir auch die wichtige Rolle und alle gewichtigen Argumente für den Tellerwärmer vorgestellt und vor allem gezeigt, wie sie ihn elegant öffnen und schließen. Ebenso elegant präsentiert unsere Nachbarin Emma Heberlein den rollbaren und höhenverstellbaren Schreibtisch zusammen mit dem ergonomischen Bürostuhl Tango, den nur für uns mit dem traumhaften Ökoleder falsch rumgepolstert wurde, auf dass sie darauf nicht so rumrutschen wie auf glatten Leder. Haben Sie Ihre sportliche Betätigung während Corona auch vernachlässigt? Dann verwenden Sie einfach Ihren Relax-Sessel zum Training. Julia und Johanna zeigen Ihnen im Video einfache Partnerübungen zum Ein- und Ausstieg aus dem Sessel. Es sind auch Yoga-Übungen dabei, von denen ich leider nur die faule Sau beherrsche. Und sollten Sie tatsächlich noch keinen haben, hier sind die Sonderangebote aus unserer Ausstellung. Das ist der schönste Kinderwanderweg, den wir mit Amina jemals gegangen sind, erzählten uns Aminas Eltern während ihres Besuchs unserer Werkstatt und Ausstellung. Vom Fuchsau-Rundweg haben sie nämlich ein Foto vom Baum Jahresringzellen geschickt und sich damit ein Brotzeitbrettchen verdient. Tragischerweise fällt der fränkische Sommer aus. Dank unserer tiefen Verbundenheit mit dem Ensemble Kontraste hoffen wir trotz des Kommunikationsdesasters des Bezirks Mittelfranken, dass wir schon bald zu einem neuen Termin für dieses bereits erstellte Programm aus Holz geschnitzt einladen können. Dr. Julian Tölle und seinem ebenso kleinen wie grandiosen Team wünschen wir nicht nur beste Gesundheit, sondern vor allem auch Wertschätzung für ihre künstlerische Arbeit. In den Kurznachrichten erzählen wir noch, warum das Essen von Insekten Sinn macht, dass sie sich unbedingt die ganze Geschichte der Hutanger im Interview mit Rainer Wölfel anhören müssen und dass wir YouTube urheberrechtlich in die Knie gezwungen haben. Besuchen Sie uns. Bis bald.